Heute nehme ich euch mit auf 5 relativ einfache Wanderungen am Achensee. Die erste Wanderung beginnt ganz gemütlich mit einer Fahrt mit der Karwendelbahn auf den Zwölferkopf. Natürlich könnt ihr auch hochlaufen oder die Tour einfach in umgekehrter Reihenfolge absolvieren. Oben am Zwölferkopf angekommen, könnt ihr sofort loswandern oder eine Weile verweilen und den Gleitschirmfliegern zuschauen. Los geht es dann Richtung Bärenbartalm. Am Wegesrand ergeben sich immer wieder schöne Ausblicke auf den Achensee. Es geht übrigens fast die ganze Zeit bergab. Nach einer Weile kommt eine Stelle, an der ihr zurück nach oben zum Zwölferkopf gehen könnt oder eben weiter nach unten Richtung Tunnelweg. Über den Tunnelweg gelangt ihr in rund einer Stunde zurück ins Tal. Der Weg ist recht leicht zu gehen. Er hat seinen Namen natürlich von den Tunneln bekommen, die ihr unterwegs durchquert. Das macht die Wanderung sehr abwechslungsreich. Auf ungefähr der Hälfte des Weges ins Tal liegt die Rodelhütte. Von dort habt ihr eine wunderbare Aussicht auf den See. Auch die Rodelhütte hat ihren Namen nicht ohne Grund. Denn der Rest des Weges führt euch über die Rodelbahn zurück ins Tal. Die zweite Wanderung erfordert ein wenig Trittsicherheit, auch wenn sie sehr gemütlich am Rande des Sees beginnt. Über den Mariensteig geht es nämlich von Pertisau zur Gaisalm. Es dauert nicht lange, bis sich der bequeme Weg in einen alpinen Steig verändert und immer weiter ansteigt. Ein ganzes Stück über dem See folgt ihr dem schmalen Pfad weiter und könnt dabei die ganze Zeit auf den wunderbar türkisblauen See blicken. Das Highlight ist ein kleines Dach, was euch vor einem kleinen Wasserfall schützt. Der letzte Teil des Weges führt euch dann durch ein Waldstück und schon liegt die Gaisalm mit ihrem eigenen Anlegesteg vor euch. Hier könnt ihr weiter wandern Richtung Achenkirch oder ihr steigt ins Boot und fahrt über den See zurück. Das ist an heißen Tagen sehr angenehm, denn der Weg zwischen Pertisau, der Gaisalm und Achenkirch liegt in der Sonne. Nach dem kleinen Wasserfall auf dem Mariensteig geht es bei dieser Wanderung zum höchsten Wasserfall im Rofangebirge. Die Wanderung ist wieder relativ einfach. Es gibt 2 Möglichkeiten, um von Buchau zum Dallfahrtswasserfall zu kommen. Entweder ihr folgt der breiten Forststraße oder ihr nehmt den Wasserfallsteig. Ihr könnt aber auch beides kombinieren, da sich beide Wege immer wieder treffen. Ich empfehle euch natürlich den Steig. Der ist vor allem nach dem Regen im Sommer tiefgrün, feucht und sehr abwechslungsreich. Bis ihr dann zur letzten Etappe des Steiges kommt. Die beginnt eigentlich recht harmlos und entwickelt sich dann zu einem sehr, sehr engen und auch steilen Pfad. Umkehren ist allerdings keine Option, denn bekanntlich ist hoch immer einfacher als runter. Außerdem ist die Etappe sehr kurz und es dauert nicht lange, bis ihr vor dem Wasserfall steht. Das Wasser rauscht rund 60 Meter in die Tiefe und lockt viele Touristen an. Der Wasserfall ist eben eine Touristenattraktion. Auf dem Weg nach unten empfehle ich euch die Forststraße, weil sie einfach sehr viel bequemer zu gehen ist. Wanderung Nummer 4 führt euch in die Karwendeltäler zur Plätzachalm und über einen Steig zurück zum See. Vom Parkplatz Karwendeltäler folgt ihr zuerst der Straße, um bei der nächsten Gelegenheit in den Wald abzubiegen. Ein wirklich gemütlicher Weg führt erst über einen Bach und dann an einem ausgetrockneten Bachbett entlang. Der schmale Pfad schlängelt sich zunächst durch den Wald. Später wird er breiter und sonniger, bevor es am Ende wieder zwischen den Bäumen entlang die letzten Meter bis zur Alm geht. Hier könnt ihr euch für den Rückweg stärken. Der Weg zurück führt euch über den oberen Seebergsteig zurück nach Pertisau.
Doch keine Angst, es ist eher ein gemütlicher Pfad als ein Steig, denn der Weg verläuft ohne nennenswerte Steigungen sehr gemütlich durch den schattigen und kühlen Wald. Erst kurz vor dem See beginnt der Abstieg nach unten. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass es 5 einfache Wanderungen sind, müsst ihr bei der letzten Wanderung doch noch ein paar Höhenmeter zurücklegen. Knapp 200 sind es sogar. Oder gerade mal? Das ist natürlich Ansichtssache. Die Wanderung führt euch zu einem Adlerhorst am Rofan und beginnt ganz gemütlich mit einer Seilbahnfahrt. Der Adlerhorst ist die Aussichtsplattform auf dem Tröllkopf. Tritt- und treppensicher solltet ihr hier sein. Der Weg beginnt mal wieder recht gemütlich, doch wie immer bleibt es nicht lange so. Das erste steile Stück des Weges stimmt euch schnell auf den Rest ein. Nun geht es nämlich im Zickzack über Serpentinen weiter nach oben. Es sieht nicht weit aus und das ist es auch wirklich nicht. Dafür sind viele, viele steinige und steile Stufen zu überwinden. So schafft ihr schnell viele Höhenmeter und seid dann fast oben. Kurz bevor ich die Nase voll vom Treppensteigen hatte, erblickte ich dann den Rest des Weges, der einen sehr bequemen Eindruck macht, und ich bin wenige Minuten später oben am Adlerhorst. Das Wetter hat sich mittlerweile geändert und es liegen Gewitter in der Luft. Damit ich nicht vom Hubschrauber gerettet werden muss, geht es schnell wieder nach unten. Also dann, genießt die Woche und entdeckt was Schönes und vergesst nicht einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen.